Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist das niegelnagelneue Watch Dogs von Ubisoft. Natürlich gespielt am PC und ich drücke mal eine beliebige Taste. Dann sollten wir eigentlich im Menü gelangen. Ich habe das Spiel bisher noch nicht ausprobiert. Ich habe lediglich das Ganze einmal angestartet, möchte ich mal sagen, um die Grafikoptionen hier im Menü zu checken. Das lässt sich hier unter Options relativ gut auswählen. Es gibt Grafikqualität in unterschiedlichsten Stufen. Ich habe jetzt hier HBAO Plus niedrig. Es gibt noch eine höhere Stufe, da ich das Ganze aber auch noch aufzeichnen muss, habe ich hier einfach mal eine Stufe runtergeschraubt. Und sind wir mal ehrlich, auf YouTube sieht man den Unterschied leider so oder so nicht mehr. Gezockt habe ich das Ganze noch nicht. Wer sich vielleicht wundern sollte, dass hinter Controller-Tasten angezeigt werden, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich spiele das Ganze am PC mit einem Gamepad. Schande über mich. So, mal gucken, wie das Ganze hier abläuft, ob wir vorher was machen müssen, ob ein Intro kommt oder so. Ich bin relativ gespannt auf den Titel. So, es lädt noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen. Ich habe aber noch 3-4 Tage Zeit, bevor ich es überhaupt hochladen darf, muss ich sagen. Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halte dich an den Plan, den hier. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertraue deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für ein Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Baby, es ist vorbei. Wow. Cooler Start. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Ubisoft präsentiert eine Ubisoft Montreal Produktion. Und 11 Monate später. Ah!
Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach, Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. Töte mich doch. Erschießen Sie Maurice. Okay, erstmalig können wir in das Spiel eingreifen. Und ich muss gestehen, ich werde den Typ erschießen. Erinnerst du dich jetzt? Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Okay, wir sind richtig im Spiel. Ich kann die Kamera frei bewegen. Wir können uns das Ganze anschauen. Ich finde, es wirkt sehr schön plastisch. Ja, also diese erste Laberei von wegen Watch Dogs würde doch nicht die Grafikqualität haben, die man sich wünscht. Kann ich jetzt im ersten Moment nicht bestätigen. Ich finde gerade, unser Charakter wirkt sehr echt und so. Ich will aber jetzt mal mit meinem Gameplay weitermachen. Drücken und halten Sie X zum Hacken. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser scheiß Aiden Pierce. Ich habe seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Verlassen Sie den Umkleideraum, sobald Sie bereit dazu sind. Dann wollen wir uns erstmal ein bisschen umschauen. Sieht so ein bisschen aus, als wenn er ein iPhone in der Hand hätte zum Hacken. Gucken, ob ich den Getränkeautomat hacken kann. Schwachstelle erkannt und gehackt. Und schon ist die Dose da. Wegwerftelefon, Schwachstelle erkannt, okay. Ach, guck mal, hier wird alles markiert und so, wenn man hier irgendwo mit dem Fahnenkreuz drüber geht, oder? Was war das jetzt gerade? Medizin. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Checken wir den Raum mal noch ganz kurz durch. Chemische Komponenten kann man anscheinend auch einsammeln. Mit CTOS verbunden. Code zugänglich. Hacken. Herstellungskomponenten für Einmalhacks. Also es wird so sein, dass es eine Menge Nebenmissionen wohl gibt und wie ich von Ubisoft selber erfahren habe, beziehungsweise mir erzählt wurde noch am Wochenende oder kurz vorm Wochenende was, werdet ihr am besten die Mission auch wirklich machen, denn sie helfen euch dabei, zusätzliche Hackfähigkeiten freizuschalten. Ja. Wie öffne ich? Mit Y. Okay. Sonst noch irgendwas, was euch hier interessieren könnte? Nö. Ist das okay gewesen soweit? Oder kommen jetzt wieder die ganz Kleinkrämischen, die sagen, ja, aber wenn du da oben in dem Regal noch geguckt hättest, Mensch, dann... und so weiter und so fort. Ich würde aber sagen, wir checken mal, ob der Stuhl sich bewegt. Ja, bewegt sich. Sehr schön. Und die Bälle auch? Oder sind die Bälle nur Deko? Wir gehen auf jeden Fall hinaus. So, okay. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Ah! Ah! Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Jordi.
Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. Achtes Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen hab? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Arsch. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Der Informant hat was von einer Gang gesagt. Vorsicht, die Penner spielen nicht fair. Können die Typen nicht einfach zu Hause spielen? Okay, das spielt sich jetzt erstmal so ein bisschen Splinter Cell-like, so typisch Ubisoft-Gameplay. Ich hab hier eine Leiche. Sicher ein Viceroy. Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Egal, ich habe mich vorbeigeschlichen. Das kennt man gar nicht von mir, oder? Okay, ich kletter mal drüber. Und Ziel erreicht. So, aktiviere ich mal den Profiler, was auch immer der macht. Okay, das hat gerade... Ah, okay, die Kamera hacke ich noch. Mit Hilfe von Kameras können sie unzugängliche Orte erreichen und so weiter und so fort. Achso, okay, da kann ich die nächste Kamera hacken, oder was? Geile Show. Ach, guck mal. Und jetzt könnt ihr hier weiter anscheinend der Linie folgen. Und kann ich hier auch schon das dem hier, kann ich das Ding schon irgendwie hacken oder was muss ich hier machen? Ah, ich gehe mal auf die Kamera rüber, check mal, was die macht. Okay. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Hier kann ich wieder dem Lauf folgen. Da ist der bekannte Viceroy in der VIP-Lounge. Lass uns das überprüfen. Ich nehme die nächste Kamera in Angriff. Okay, ich komme hoch. Mach mal halblang die wir Cops und ich versuche mal da den Kasten zu hacken. Entringen Sie die Tür und erreichen Sie die obere Etage. Also verlasse ich mal diesen Hack-Modus. Sieht gut für mich aus. Coole Sau-Modus läuft. Okay, hat wirklich so Splinter Cell was? Okay, drücken Sie in der Nähe von Herstellungskomponenten Y, um sie aufzuheben. Okay. Ich hebe mal hier irgendwas auf. Halten Sie LB, um das Waffenrad zu öffnen. Benutzen Sie R, um das was auszuwählen. Das Ding da. Köder. Ja, und dann? Y. Okay, ich stelle irgendwas her. Kleine Bombe oder so. Halten Sie RB gedrückt und dahin werfen. Okay, das mache ich. Und ich hacke den geworfenen Köder. Okay. Schluck den Köder. Schluck den Köder, Baby. Schluck den Köder. Ja, da, 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 da. Boah, unfassbar. Ich bin hier durchgekommen, ohne jemanden zu töten. Gar nicht meine Art und Weise. Hey, Sir. Als
hätte ich nicht schon gesagt. Ja, komm, Sie her. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen das kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts okay. getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Weißwolf? Ich kann alle Leute ist ja abchecken. Nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Womit hey, yo, denn? Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch Mitglied der Black Viceroy ist gay. Aber ich werde fast. Die Ausweise okay. bitte. Beide. Was muss ich jetzt ich hier machen? Ich zeig dir einen Scheiß. Okay, das ist Teufel. Was? Heilige Scheiße. Ey, filmt ihr das auch alle? Ich will diesen Ficker im Internet sehen. Gut, ich brauch keinen Ausweis. Muss ich alle scannen oder was? Ich werde das mal ohne. Überwachungszugang. Hey Mann! Ah, hier, ah, ich da hab oben nicht ist die erlaubt, Kamera. Mich zu fotografieren. Na bitte. Kamera ausschalten am besten, oder? Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Mann, das ist doch verrückt. Wir haben Rechte. Schweigen Sie mal eine Minute. Das Recht haben Sie. Fick dich! Vielleicht hätte man hier noch irgendwas total Cooles machen können, aber ich weiß es jetzt im Moment nicht. Ich gehe einfach mal raus. Ich schleiche mich mal durch das Footballstadion. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Okay, ich check die. Gibt's einen Evakuierungsplan? Ja, haben wir. Bulle. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Ich wechsle die Kamera. Also riegeln wir es ab, damit habe ich kein Problem. Ihr wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Okay, den brauchen wir. Wir müssen das Spiel abbrechen, dass die Leute sicher hier rausbringen. Okay, ich habe seinen Zugangscode geklaut. Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Ja, okay, Moment. Was muss ich jetzt machen? Hey, gib mir Barry. Dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Das ist ein Notfall. Ah, ich muss da hinten hin zum Hacken. Also muss ich das wahrscheinlich über die Kameras wieder machen. Schlimm ist das da unten. Ich probiere es mal eben. Aber es ist ein Kartenruf. Kamera gehen. Warum muss das bei meiner Schicht passieren? Scheiße. Okay, Kamera. Und ich versuche das zu hacken. Okay, wir sind drin. Halten Sie LB, um das Waffenrad zu öffnen. Mache ich doch glatt. Was soll ich machen? Okay, Strom. Und jetzt Blackout. Yeah! Blackout! Geil, wie unser Gesicht noch erleuchtet ist, ne? Wo müssen wir jetzt hin? Oh Scheiße, ich glaube, ich wurde gesehen. Okay, ich renne. Ich hau ab. Ich verpiss mich. Und Ausgang. Wo bist du, Jody? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Okay, meine lieben Freunde, das waren jetzt so rund die ersten 20 Minuten vom nagelneuen Watch Dogs. Ich hoffe, das Ganze konnte euch so ein ganz klein bisschen überzeugen und gefallen. Also, mein erster Eindruck, relativ coole Idee, das Ganze zu machen. Ich fand zum Beispiel so kleine Details ganz cool, dass im Dunkeln noch sein Gesicht zu sehen war, weil er sich einfach selber mit dem Handy da quasi beleuchtet. Und solche Details gefallen mir richtig gut. Ob das sich jetzt so das ganze Spiel durchziehen wird, dass man sich von Kamera zu Kamera hackt, das werden wir in den nächsten Tagen mal ein bisschen gemeinsam auschecken. Mich würde es natürlich mega bomben interessieren, was ihr davon gehalten habt. Also lasst mir doch mal bitte einen Kommentar zum Thema Watch Dogs in der Videobeschreibung da. Und wenn ihr gerne noch mehr von dem Zeug sehen wollt, dann könnt ihr euch auch zum Daumen hochdrücken überreden lassen. So, das war's jetzt für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich mache noch ein Selfie. Haut rein!